So, einen wunderschönen guten Abend. Begrüße euch alle. Begrüße vor allem die, die heute Abend nicht zu der Veranstaltung kommen konnten. Gutes Wohnen und Leben in Lichtenberg. Was war unser Problem? Unser größtes Problem war, dass die Senioren altersgerechte, barrierefreie Wohnen wünschen. Was hier von der HOVOG irgendwie noch nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist. Wir haben ja in unserem Programm, als die Linke, haben wir auf jeden Fall drin, dass wir in Zukunft mit im Bündnis für Wohnen und Mieten mit am Tisch sitzen werden und wir werden das mit beeinflussen. Wir werden uns dafür mit einsetzen. Noch ein Thema war das Flüchtlingsheim am Hagenower Ring. Dieses Flüchtlingsheim ist gewollt, aber wir müssen halt einfach gucken, wie wird das alles umgesetzt. Wie wird das mit den Kindergärten umgesetzt? Wie wird das mit den Schulen umgesetzt? Wie kann man danach schön wohnen? Wie kann man eine Mietergemeinschaft machen mit den Geflüchteten, mit den Familien, die dort sind? Wie können wir diese Familien mit integrieren? Das waren also jetzt Themen in 2 Stunden. Wir haben uns darüber unterhalten, wie kann man die HOVOG gewinnen für viele Sachen, die verändert werden. Wie können wir das Zentrum von Hohenschönhausen verändern? Und wir haben uns darüber unterhalten, wie kann man den Bahnhof Hohenschönhausen, ein Regionalbahnhof, wie kann man den schöner gestalten. Also ihr seht viele offene Punkte. Manche Punkte konnten geklärt werden, andere Punkte müssen wir nochmal angehen. Ich möchte euch nur einen wunderschönen guten Abend wünschen, einen wunderschönen Abend wünschen und wollte einfach nur aufklären über das, was heute passiert ist. Vielen Dank und bis demnächst.